Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen 5-Tipps-Video von mir. Schon das dritte Video, wo ich euch 5 Tipps geben möchte. Das erste Video handelte sich darum, wie ihr mehr lesen könnt. Das zweite, wie ihr es lernt, schneller zu lesen. Beide Videos findet ihr unten in der Infobox. Und heute das dritte Video wird sich darum drehen, wie ihr das richtige Buch für euch findet. Auch eine Frage, die mich immer wieder erreicht, wie ich es schaffe, so viele Highlight-Bücher zu lesen, wie ich Highlight-Bücher überhaupt finde, wie ich überhaupt meinen Buchgeschmack gefunden habe, wie ich herausgefunden habe, was mir gefällt. Und ich denke, ich starte jetzt einfach mal mit den 5 Tipps und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Was ich jedem empfehle, der vielleicht mit dem Lesen irgendwie anfängt oder sich das als Hobby vornimmt, probiere dich einfach mal aus. Lese unterschiedliche Genres und oder auch Autoren. Versuch dich in den Genres, egal, es gibt ja da ganz, ganz viele von Liebesromane über High Fantasy, über Urban Fantasy. Weiter geht's mit Science Fiction. Es gibt Dystopien in dieser Unterkategorie. Es gibt erotische Literatur. Es gibt Krimis. Es gibt Thriller. Es gibt Psychothriller. Es gibt, was es alles gibt. Unglaublich. Egal, was ich jetzt vergessen habe. Es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Genres, die es gibt. Probiere dich da einfach aus. Gehe am besten mal in die Buchhandlung, stell dich vor irgendeinem Regal, wo dich 3, 4 Buchcover ansprechen, gucke, in welchem Genre du dich irgendwie befindest und starte da einfach mal mit dem Lesen. Probiere dich aus. So auch natürlich bei Autoren. Du bist vielleicht ein bisschen eingefahren, was die Autoren angeht, so kenne ich das durchaus auch. Und mehr man aber Autoren kennenlernt, umso vielfältiger ist auch einfach das, was man liest. Also greif einfach auch mal zu anderen Autoren, such dir in einem ähnlichen Genre vielleicht mal einen anderen Autor oder eine Autorin aus und versuche einfach mal einen anderen Schreibstil, eine andere Sicht auf die Dinge und auch einfach einen anderen Geschichtenerzähler, um so einfach das passende Genre, den passenden Autor für dich zu finden. Auch ein Tipp, den ich vielen Anfängern sozusagen gebe, lasst euch von Covern ansprechen. Lauft durch die Buchhandlung oder auch schaut euch den Instagram-Feed an, schaut euch BookTube an und lasst euch von Covern anfixen. Natürlich sollte man nicht reiner Coverkäufer sein, das ist ja immer so ein bisschen, aber ich habe so manches tolles Buch hinter einem tollen Cover auch entdeckt. Man darf durchaus auch mal ein bisschen oberflächlich sein und wenn einem diese wunderschöne Meereshintergrund-Idylle gefällt und man sagt, ja, das ist genau, was ich jetzt brauche, dann greift dazu. Gefällt dir der Mann auf dem Cover oder die Frau, wie das gezeichnet ist, wie das dargestellt ist, dann greif einfach zu. Du magst das Verschnörkelte auf dem Buch. High Fantasy ist immer mal ein bisschen verschnörkelter, dann greif einfach mal zu. Sei oberflächlich, lass dich von wunderschönen Buchcovern auch einfach mal treiben, nimm das einfach mal an, lies am besten natürlich vorher auch einfach mal den Klappentext durch, dass es dir irgendwie doch noch besser gefällt als nur das Buchcover, aber findet euch da einfach mal zurecht, schaut euch um und haltet die Augen offen. Und wenn ihr schon ein paar Autoren kennt und vielleicht auch schon einen Autor entdeckt habt, wo ihr wirklich ein absolutes Highlight-Buch gelesen habt, dann schaut euch um, ob dieser Autor schon weitere Bücher geschrieben hat. Gibt es vielleicht ältere Werke von ihm? Dann greift durchaus auch mal dazu. Natürlich entwickelt sich ein Autor, wie wir das ja selbst auch tun, aber gibt einfach auch seinen älteren Werken eine Chance. Ich habe auch nicht mit dem ersten Fitzek-Buch zu Fitzek gefunden. Ich war irgendwie beim 5. Buch, glaube ich, dabei oder das 4. Buch, habe dann seine alten Bücher gesuchtet und habe dann auch die neuen Bücher im Blick gehabt. Ich habe relativ spät Ursula Poznanski entdeckt, habe dann auch zu ihren älteren Werken gegriffen. Ich habe auch zu George R. R. Martin relativ spät gefunden, habe seine älteren Werke gelesen. Man ist nicht immer dabei, wenn gerade ein Autor groß wird oder sein erstes Werk veröffentlicht. Das ist natürlich immer am schönsten, wenn man die ganze Entwicklung so mitgehen kann. Aber wenn ihr einen Autor findet, der euch ein-, zweimal wirklich sehr begeistert hat, dann bleibt ihm auch einfach treu. Schaut, was er vielleicht noch anderes veröffentlicht hat, was spricht euch da an. Oder habt auch einfach eine Liste, wo ihr alle 2, 3 Monate einfach mal nachseht, welcher eurer Lieblingsautoren vielleicht wieder ein Buch veröffentlicht habt. So habe durchaus ich das. Ich habe die Liste natürlich mehr oder weniger im Kopf. Aber ich schaue natürlich auch immer, kommt etwas von meinen Lieblingsautoren? Wann kommt es? Und dann fiebere ich da natürlich auch ein bisschen mit.
Ein weiterer Tipp ist, sucht euch Gleichgesinnte. Ganz egal, ob das im Grunde auf BookTube ist, ob das im Freundeskreis ist. Schaut, wer im Grunde euren Geschmack irgendwie trifft. Wer liest ähnliche Bücher wie ihr, beziehungsweise welches Buch hat man vielleicht auch gemeinsam gehasst unter den gleichen Aspekten? Was gefällt einem einfach vielleicht vom Aufbau gleich, vom Stil ähnlich? Wer mag genau wie ihr vielleicht eher was Humorvolleres oder blutrünstige Thriller oder total kitschige Liebesromane? Und haltet euch an diese Menschen. Egal ob im Freundes-, Bekannten-, Arbeitskreis oder auf BookTube oder auf Blogs, schaut euch eben auch einfach an, wenn ihr jemanden findet, der irgendwie ähnlich tickt. Ja, teilt euch da einfach so ein bisschen eure Meinungen, unterhaltet euch, bleibt im Austausch und orientiert dich einfach daran, wenn du sagst, oh, das und das Buch hat der BookTuberin gefallen, dann könnte auch jenes und welches Buch mir natürlich gefallen. Also das mache ich natürlich genauso. Ich schaue auch BookTuber, die einen sehr ähnlichen Geschmack haben wie ich, suche mir da Inspirationen. Ich gucke aber durchaus auch BookTuber, die was ganz anderes lesen wie ich, weil ich einfach den BookTuber dahinter so toll finde und mich da eben manchmal doch auch inspirieren lasse, einfach mal etwas außerhalb meiner Komfortzone zu lesen. Also schaut euch einfach um und holt euch da auch einfach Tipps. Und der letzte Tipp ist dann, lass dich auch einfach mal im Buchhandel beraten. Ich habe das früher sehr gerne getan und habe aber leider nicht immer so tolle Tipps bekommen, beziehungsweise waren auch manchmal die Erklärungen, weswegen mir ein Buch empfohlen wurde, nicht so das Wahre. Das hat sich ein bisschen gebessert in den letzten 3-4 Jahren. Allerdings muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich auch ein sehr schwieriger Kunde, weil ich einfach schon sehr tief durch BookTube in dieser Materie drin bin. Ich interessiere mich für Bücher, ich lese sehr viel über Bücher, ich bin bei Neuerscheinungen auf Verlagen Informationen mit dabei. Ich bin da schon tief drin, vielleicht manchmal tiefer als mancher Buchhändler, ohne mich das irgendwie anmaßen zu finden. Aber man kann mir schlecht etwas ganz komplett Neues empfehlen. Aber ich gehe durchaus 1-2 Mal im Jahr sehr gerne in die Buchhandlung, um mich auch empfehlen zu lassen. Einfach um auch mal zu sehen, was gibt man mir vielleicht irgendwie an neuen Büchern, auf die ich noch nicht aufmerksam geworden bin. Und meistens mache ich das nicht in meiner eigenen Stadt. Das muss ich auch dazu sagen. Ich mag das ganz gerne auch einfach mal so auf Reisen, wenn man ist, ein Buch irgendwie zur Erinnerung mitzunehmen und sich da irgendwo Empfehlungen zu holen und dann auch das Buch mitzunehmen. Lasst euch im Buchhandel einfach beraten. Geht mit einer groben Idee hin, vielleicht irgendwie ein Genre, was ihr gerne lesen wollt oder ihr habt 2-3 Lieblingsautoren, bringt die einfach als Idee mit und sagt, wir wollen einfach was lesen. Es gibt auch in manchen Buchhandlungen direkte Empfehlungsregale, die wirklich sehr schön gestaltet sind, wo eben die Buchhändler in dieser Filiale im Grunde ihre Buchtipps abgeben. Schaut hier auch einfach mal vorbei, da wird sich auch der ein oder andere Schatz finden lassen und genießt dann einfach dieses Buch, auf das ihr vielleicht anders gar nicht gekommen wärt. Und das waren sie jetzt, meine 5 Tipps für das richtige Buch. Es ist natürlich immer alles Geschmackssache und die Tipps sind ja auch nicht in Stein gemeißelt. Und wenn ihr noch andere Tipps habt, dann schreibt mir die gerne oder uns gerne einfach mal unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr über den Austausch freuen. Schaut auch in die Infobox, da sind ein paar Informationen natürlich mit drin und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen 5 Tipps Video und lasst es und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein gutes Buch und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.